Sami und herzlich willkommen zu dem im Stream angekündigten Video. Ich filme jetzt erst einmal ein bisschen den Boden. Ja, wir gehen jetzt verböllern. Ich habe einen Haufen Zeug dabei, ich habe eine Batterie, ich habe Raketen und einen Haufen Böller. Und die werde ich jetzt mit euch gemeinsam verböllern. MC! MC! Ja, MC ist auch mit am Start, der hat auch Musik dabei. MC, möchtest du was sagen? Frohes neues Jahr an euch alle! Okay, das haben wir jetzt definitiv gehört, jetzt ist mein Mikrofon gesprengt. So. Irgendwie müssen wir jetzt so ein Ding runter. So Leute, jetzt kann ich euch ein wenig anders halten. Ne? Jetzt sind wir ein wenig weiter weg. Aufgrund vor Sicherheit wegen dem Hater und bla 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 und hin und her. Wenn das am Schluss bei mir dann Schwaber Paradise hier eintrifft und dann ein mysteriöser Hater kommt. MC. Ne, dass jetzt Enzo und Paradise kommt und ein mysteriöser Hater kommt. Ne? Wo ist Neues? So, jetzt wird erstmal gespoilert. Hast du jetzt mir. Hast du mir jetzt einen Böller geklaut? Nein, ich habe einen aufgemacht. Achso. Ich dachte schon, du hast mir einen Böller geklaut. So, ich glaube, davon ist unser Nachbarschaft. Und da seht ihr doch schon das erste Klinge. Ich glaube, er lebt. So. Frohes Neues! Frohes Neues! Frohes Neues! Ja, dann gehen wir nach. Willst du aufs Video oder was? Scheppern und knallen. Mach um. Ich versuche euch mal die Kamera so gerade wie möglich zu halten, dass ihr euch nicht vorkommt wie auf einem Schiff, auf einem Seegang. Kann man schon machen, ja. Somit gehen Grüße raus an Mr. Badwurst und seine Mutter. Wir lassen euch ein kleines Weihnachtsgeschenk da. Und frohes Weißgruß. Gott, die Lache war so komisch, MC. Ich weiß. Wenn ich das jetzt so halte, Leute, dann kann ich die Kamera viel gerade halten. Und habt ihr keinen Mehrgang? Okay, ihr habt doch wahrscheinlich ein bisschen Mehrgang, glaube ich. Nein, Mehrgang wäre so, MC, schau. Das wäre seekrank. Alter, hier riecht so dermaßen. Pass auf. Fick dich! Komm. Uff, Alter. So, der YouTuber on the road again, Alter. Nein, ich bin auch im Böllern. Schauen wir mal, ob der Peter. Wollen wir gucken, ob der Herzigmund noch zu Hause ist? Ich glaube, der ist schon. Ne? Ich frage mal. Was ist der nachbarschaftlichen Leuten rum?
schaut's aus wie bei Hamilton am Sofa, Leute. Standreinigung, so Spaß dabei. Da, Blaulicht. Juhu! Hi. Ist eins Peter schon weg? Weg, weg, zum Slice. Weg, hier, zum Slice rein. Ja. Da, die Tanja. Ja auch. Ist der Ding schon unten? Ist der schon an der Wiese? Da ist er. Sonst neues. Sonst neues, herzig Moon. Hey, willst du den Zuschauern noch was sagen? Servus. Also nee, sorry. So, servus. So, MC, wo liegen wir ab? Komm, gleich wird, Alter. Peter? Ja. Hä? Hat er nicht Bescheid, dass du kommen sollst? Eigentlich wollten wir uns an der Hundewiese treffen. Ja, wir haben gesagt, wir bleiben dran. Ich glaube, wir sind Platz, wo ich mal die Batterie loslasse. Der scheppert, Alter! Das ist so geil, ne? So geil! Hey, du musst dann einmal runter, die Anna Lina ist auch da. Ich hab. Ja. Ich hab aber besser nicht. Mach ich nicht. Gleich. Ich zieh dich den an. Ja, gleich. Okay, bald. Ah! Also nicht besser, aber ist halt klar, oder? Ihr seht das Teil da vorne? Herzig Moon, anzünden bitte! Anzünden! Anzünden! Let's go! Fire in the hole! Kevin, Alter! Das war lame! Das war jetzt voll lame! Aber der Kevin hat lauter Sound gehabt. Aber lame! Aber die Böller sind alle lame, ne? Ich hätte die haben viel, viel heftiger gedacht. Muss ich meine Fragen? Das sind deine. Ja, ich find's so geil. Jetzt können wir den Nachbarn richtig schön was Sniper geil. Jetzt fällt er zu der Peter, gell? So, ja, Alter. Stopp. Also für Superböller, ja? Sind die lame. Dann lagern wir jetzt halt ein paar Jahre ab. So Leute, so schauen die Dinger aus. So. Also der mit!
Der, wo da hoch ist, der hat nicht Bock. Der hat nicht Bock. Nein, der hat nicht Bock. Da kam nichts. Wie, das war schon aus meiner Tasche. Bremst sie? Ja? Alle, wie lehnt sind die, Alter? Und das für Spielzeug? Der hat Druck gemacht. Ey, das sind solche Spielzeuge, Alter. Mensch, geht das nicht damit rein? Warte mal. Haben wir mal am Papier? Wer macht jetzt Druck? Das ist Bob, richtig, das ist Bob. Jetzt gehen wir mal die Baustelle tyrannisieren. Ich gehe jetzt die Baustelle tyrannisieren. Aber erst lassen wir die mal die Raketen starten. Superböller hat 2. Mach dich scharf. So. Weißt du, was du da drin ziehst, also? Spielzeug. Was auf, Spielzeug. Knallfrösche sind das Kalle. Das ist ja voll langweilig, Alter. Mach erst die Laufbahn. Peter, für die Raketen kommen wir aber dann die Liste. Nein, das ist eine kleine Faustwaffe. Wenn dann mal das ist ein Knall. Hey, schau mal her. Direkter Vergleich, ja? Superböller 2, Superböller 1. Erstmal die 2. Das war aber voll das Spielzeug. Pass auf, ey, du hast deine Knall noch im Ohr? Gib dir mal den Knall. Das ist das Spielzeug. Ey, ich lager meine ab, Alter. Das scheppert sie wenigstens. Ja, ich glaub, den Rest lager ich jetzt auch ab. Ich bin einmal langweiliger von Jahr zu Jahr, Alter. Das ist ein Knallfurz! Ey! Das ist ein Knallfurz! Kann man da nicht mehr drin. Also, Leute, ihr seht hier. Yes, go, Alter! Ein paar Raketen. Ich glaube, das wird jetzt hier gleich. Bitte zurücktreten! Zurücktreten! Die geht, glaube ich, unten los. Hey, nein, nein! 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 Es klappt nicht! Ja, geil! Ich dachte jetzt echt schon, die gehen los, Alter. Ich auch, das dachte ich auch. Herzlichen Glückwunsch! Das sind keine Börschen, alles gut. 3,14. Herzlichen Glückwunsch, Lester! 3,14. Ich glaube, das ballert wie Sau, Alter. Die ballern gar nicht. Wie? Nein. Warte. Lass doch mal einen aufmachen. Was ist denn mit dem Kopf?
bessere. Das ist der gleiche, ja? Super Böller D. Nein. So. Also Leute, ihr seht, wir haben hier oben ein paar Raketen. Dann haben wir hier, was ist das? Hier haben wir noch solche Feuerfliegen. Und dann haben wir hier noch eine Fontäne. Dann irgendwie auch scheinbar noch eine Fontäne. Ja. Mehr oder weniger nur Spielzeug, aber das lassen wir später los, wenn keine Kinder in der Nähe sind. So Leute, hier haben wir diese komischen Bienen. Die fliegen so in die Luft. Die habe ich als Kind, habe ich die geliebt. Die habe ich als Kind abgefeiert. Die sind echt geil. Daumen nach oben an der Stelle. Dafür auf jeden Fall mal ein Like in den Like-Button sprengen. Und von dem Superböller 1 haben wir uns mehr erwartet. Für dieses extreme Manöver bitte den Like-Button sprengen. Dafür müsst ihr den Like-Button sprengen, Alter. Ey, gehen wir mal runter? Wiesengrund? Ich glaube, die machen wir doch im Wiesengrund. Und ja. Wenn man das Zeug, ey, stopp, Vater. Jetzt zieht weiter. So, wir brauchen die anderen welche. Aber wir machen zum Abschluss. Warte, MC1 machen wir hier noch zum Abschluss. So. Leute, du bist gerade voll in die Kamera gelaufen. Das ist meins, ja. Goldfortune. YouTuber, ja. So Leute, so schaut das Ding aus. Das werde ich da jetzt hinstellen, dann darf der Kleine hier das anzünden. Ne? Ich kann es anzünden, sobald ich bereit bin, warte. Wo war ich? Die Kamera ist verschoben, Pizza. Okay. Achtung Leute, wir schauen mal. Sind sein Ernst? Ey, das Zeug, das bringt ja mal gar nichts mehr. Irgendwie ging es vor einigen Jahren noch etwas geiler und spektakulärer und habe ich schon geiler erwähnt. Ja gut Leute, dann ziehen wir jetzt mal weiter. Also haut jetzt die weiter. Zum Zeug, ne? Ja, ciao. Wo ist der Peter? Ich glaube, der ist schon runter. Okay. Dann gehen wir noch mal runter. Da
Leute, der Kleine hat mich jetzt daran erinnert, wie ich früher als Kind war. Weil meine Mutter hatte früher nicht so viel Kohle gehabt. Und ja, das lief dann immer so ab, dass ich auch immer mich mehr oder weniger durchgegammelt habe wegen dem Feuerwerk. Bis ich dann 14, 15 war, da habe ich angefangen selbst, oh mein Gott, das ist der Feuerwehrkommandant. Habe ich selbst angefangen, Zeitung auszutragen und habe mir damit dann mein Feuerwerk bezahlt. So. Peter, wir gehen schon mal runter. Jo. So Leute, weiter geht's. Ja, also bei der Kamera geht's gerade auch up and down. So ist neues. So Leute, hier, kurzen Moment. In diesem Haus hier habe ich früher mal gewohnt. Da war ich noch klein und unschuldig. So, einmal vorsichtig. Und weiter geht's ins Kapitel. Aber Leute, das, was ich jetzt damit die Raketen mache, auf keinen Fall, das sage ich einmal ausdrücklich in diesem Video, auf keinen Fall nachmachen. Auf keinen Fall nachmachen, was ich mache, weil ich lasse die nicht normal aus der Hand starten. Das mache ich schon seit Jahren. Aber wie schon gesagt, nicht nachmachen. Ich möchte nicht irgendwann mal mitkriegen, dass ein Abonnent oder Follower keine Hand mehr hat, weil er die Raketen so startet. So, wo ist jetzt Annalena? Die hat gesagt, irgendwo an der Linde. Entweder da oben oder hinten, ich habe keine Ahnung. Dann gehen wir jetzt einfach mal zur Linde hoch, bis der Herzigmund da ist. Und dann schauen wir mal. Ja, wir haben uns das Ziel schon. Ja, wenn ihr mal Bock habt, Scheiße zu bauen, hier wohnt eine blöde Kuh. Nein, Spaß macht es auf keinen Fall. So. Jetzt kommt dann der Zeitpunkt, wo man ein bisschen Spaß haben kann. Ich glaube, das hat man gerade schon, oder? Weil wichtig ist, dass keine Kinder in der Nähe sind, weil vor Kindern mache ich das auf keinen Fall. So viel Anstand habe ich dann schon noch. Aber jetzt füllen wir dann da oben mal ein bisschen, wenn da unsere Bekannten sind. Wenn nicht, wechseln wir nochmal Position. Der MC ist wieder langsamer wie ein MN am Berg hochfährt. Aber toll, jetzt haben sie den Remix reingeklaut. Also Leute, dass ihr Bescheid wisst. MC, ich muss jetzt hier Schulkunde machen. Ja Leute, ihr seht dieses Schild hier. An alle Hundebesitzer. Das ist kein Hundeklo. Wenn ihr Hunde habt, dann macht vielleicht die Scheiße weg. So werden Hundehasser geboren. Oh, Herzigmund ist etwas bescheuert drauf. Da habe ich schon gesagt, wenn ihr Hunde besitzt, dann macht bitte die Scheiße von den Hunden weg. Dafür gibt es überall Tüten, weil es ist ärgerlich, wenn man einsteigt. Und so macht ihr nämlich Hundehasser. Das ist eigentlich zu viel verlangt, dass man das macht. Ich meine, ich mache es bei meinen Katzen ja auch. So. Jetzt schauen wir mal, ob die Anharlena da ist. Oh, das habe ich früher auch mal gemacht. Peter, ist die Anharlena da? Servus. Was Sieg macht, MC und Technik werden echt keine Freunde. Herr Zigmund, bleibst du hier? Bleibst du hier? Wir suchen eine Bekannte von uns. Die Annalena. Also, wir gucken jetzt, ob da hinten die Annalena ist, und wenn der dann schon mal unten mal ist. Okay. Oder nee, warte mal, ich glaube, die kommen hoch, oder? Ich habe keine Ahnung. Das darf man das ja nicht machen eigentlich, ne? Ich sehe es ja. Weil das ist, was schon machst du da gerade, wo die das gerade machen, ne? Das ist voll. Ja. Mit Bullen stehen, dann sind sie weg. Da haben sich welche ziemlich viele Forteen gekauft der gleichen Sorte. Herzlichen Glückwunsch, mal sein, dass ich das finden kann.
So, Leute. Also, Herr Zygmunt, wir gehen jetzt mal. Es gibt aber Gas mit zum Auto. Schnell. Hey, Leute, ich muss doch nicht auf der Straße. Ey, Herr Zygmunt, wir gehen mal runter an die Wiese. Herr Zygmunt, wir gehen an die Wiese runter. Das macht man nicht auf der Straße. Währenddessen gibt es nochmal einen Knall hier. Ja, in einem Kopf. In einem Kopf ist ein Knall. Frohes Neues! Frohes Neues! Die haben die Rakete da gerade rüberlaufen lassen. So, hey, Mozart! Super! Das ist mein Ding, Alter. Amadeus habe ich, so, Leute. Das ist Wolfgang. Und jetzt, Wolfgang Amadeus Mozart. Ja, hab ich doch gesagt. So, Leute, und jetzt sage ich euch nochmal hier ein Beistand von den anderen beiden auch nochmal. Das, was wir jetzt da mit den Raketen machen, auf keinen Fall nachmachen. Auf keinen Fall. Auf jeden Fall. Muruk! Hey! Kannst du das Zeug mal bei dir lassen hier? So. Weil wir machen mit den Raketen jetzt was Lustiges. Wir haben jetzt dann Spaß mit Raketen. Hey, so ist aber. Ich habe hier 6 Raketen, Leute. Mit 6 Raketen kann man schon viel Spaß haben. Was war das jetzt? Mozart. Nein, ich war generell der Interpret. Nee. Harris and Ford. Das ist echt geil, Alter. Komm aus Österreich. So, Leute, wir gehen jetzt halt hier. Alter, was ist das? Wir laufen jetzt hier vor. Ey, da ist noch was drin. Ja, nimm's mit. Nimm's mit. Hey, danke, Leute. Ja, ich glaub, die Box ist leer. Ja. MC, dann haben wir das Kamerasignal mehr, das ist ja auch nicht so schlimm. Mann, wo ist die Tavi? Wo ist der Hans da, Aspekt davon? Bum, 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 bum. Dann machen wir es halt mit dem Mund. So, Leute, ich habe jetzt Folgendes vor. Wir müssen jetzt mal ganz kurz warten, bis da vorne die Leute weg sind. Und dann nehme ich schon mal eine Rakete aus meinen Päckchen hinaus. Bitte mal hinter die Kamera gehen, das wäre nämlich zu euren eigenen Sicherheit, Vertreter. Herzlichen Glückwunsch. Hinter die Kamera zur eigenen Sicherheit. Ja, am besten mit Flasche. Am besten mit Flasche. Ja, am besten mit Flasche. Ja. Außer du willst, dass es so geht. Ah, fuck, da kommen Leute. So, Leute, wir müssen jetzt warten, bis da vorne die Leute weg sind. Und zwar genau da. Genau da sind die Leute. Hier. Wenn die hier vorbeigelaufen sind, dann kann ich die Rakete vorsausen lassen. Auf jeden Fall nachmachen, Leute. Nicht auf MC hören, der ist dumm, der hat nichts im Hirn. Auf jeden Fall nicht nachmachen. So. An der Stelle erstmal einen Daumen, wenn wir das nächstes Jahr wieder machen. Ja, aber nächstes Jahr nehme ich mir noch zusätzlich Haken. So. Nächstes Jahr geht's richtig ab. An dieser Stelle mal einen kleinen Disclaimer. Diese Aktion, die jetzt folgt, bitte nicht nachmachen. Außer ihr wollt so machen, wie es mir dann das nächste Jahr gehen wird. Dass ich dann ohne Hände und Füße und alles mögliche aufwache. Bitte mal kurz hinter der Kamera bleiben, weil ich habe jetzt hier gerade was vor und das könnte sonst nicht schön werden. Ja, glaube ich alles. Sobald die Leute vorweg sind. So, noch ein Lame auf der Wiese. So, dann legen wir das Teil auch mal hier auf den Boden. Okay. Auf dem Boden? Oh, geil. Ja, das wird lustig. Das wird lustig. Ich hoffe nicht, dass es so weit geht, dass es so weit geht. So, Leute, mal schauen, wie weit sie kommen. Bong, 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 bong. Jetzt kommt er vorbei. Tschüss, nice, ja. Euch auch. Euch auch. So. Wollen wir mal noch irgendwo gucken, wo man noch Scheiße bauen kann mit Raketen? Das ist das Beste an Raketen, dieses Scheiße bauen. So, Leute, weiter geht's.
Aber ich werde das Video auf jeden Fall so machen, dass ich wahrscheinlich machen, ist nicht für Kinder geeignet. Boah, Leute, ich weiß, was ich jetzt noch mache. Passt mal auf. Jetzt muss ich aber etwas weiter weg von der Kamera dann. Dann nehmen wir mal noch eine kleine. Also passt mal auf, was ich jetzt vorhabe. Wir nehmen jetzt diese Rakete hier und dann werde ich die da vorne tief in den Boden reinstecken, dass die auf jeden Fall es nicht mehr aus eigener Energie rausschafft. Oh, das ist geil, das ist geil. An der Stelle erstmal, das ist das beste Feuerzeug für Feuerwehr. Ey, nee, das, was er gerade hat. Ja, das ist das beste Feuerzeug. Was er gerade hat, das ist das beste Feuerzeug. Bunsenbrenner auf Hartz-IV-Basis. Also, das, was der andere hat. Das ist eher Part. Warte, ich mach sogar Licht. Dann kannst du die Kamera mal ein bisschen. Achtung, Leute, das wird jetzt lustig. MC versucht, Kameramann zu spielen. Muss ein wenig höher. Stopp. So. Ein bisschen runter noch. So gut. Warte, wir warten ab. So, lass so, jetzt Hände weg. Hände weg, passt. So, Leute. Herzig Moon wird jetzt diese Rakete in den Brand stecken und wir werden jetzt die so tief in den Boden hineingesteckt, dass die normalerweise nicht von selbst rauskommt. Hoffen wir es mal. An dieser Stelle nochmal zu sagen, nicht zu Hause nachmachen. Hey! Los rein! Okay. Ja. Also Leute, los geht's. Willkommen in mein Video. So, ja. Let's go, Herzig Moon. Hast du mal die Lichter gehabt? Doch, Lisa, oder Denise. Jetzt? Ja. Klischee. So, Achtung! Oh mein Gott! Alter! Geil, Alter! Ey, geil! Alter, das hat's doch bestimmt richtig geil aufgenommen. Dach? Welches Dach? Dach? Ah! Aha! Oh yeah! Lol, die da vorne haben gerade eine Rakete in den Schnee drüber standen lassen. Was haben die? Die haben gerade eine Rakete Schnee drüber standen lassen. So Leute, das was ich jetzt mache, da muss ich euch entfernt hinstellen. Da muss ich nämlich ein wenig Abstand nehmen, weil da brauche ich Sicherheitsabstand. Ey, was ist denn da los? Herzlichen Glückwunsch. Ja. Bist du zu Fuß schnell unterwegs? Yes, bin ich. Okay. Willst du das ein Wettrennen machen oder was? Rakete versus Herzlichen Glückwunsch? Nein, aber bei dem was ich jetzt vorhabe. Rakete versus Herzlichen Glückwunsch. Also, ihr seht hier diese Rakete. Auf jeden Fall nicht zu Hause nachmachen. Doch, mal nach oben, Mann. Oh, das hat man nicht gesehen. Der Stiel ist weg. Ihr seht's, ich habe ihn gerade abgebrochen. Oh ja, das ist geil. So, Herzig Moon, willkommen. Das wird lustig. Ich ahne Übles. Hä? Ich will doch stehen lassen, du Nudel. Ey, du bist eine Nudel. Hey. Also Leute. So Leute, ich glaube, wir können den Kanal mal um in Check as Silvester Edition. Ja, voll, Alter. Ja, let's go. Anzünden und sofort herren, wenn die brennt. Renn. Lauf! Ach, du hörst so tristig. Und? Los! Also man hat es nicht gesehen in der Kamera. Mäh. Mist. Du hättest sie umstellen, du hast dich schnell umdrehen können. Ja, fuck man, da hab ich jetzt nicht dran gedacht, weil ich das so lustig. Hast du noch eine? Jawohl, dann machen wir es nochmal. Also eine Rakete. Und das Lied, diesmal drehen wir es um. Ja, das war verfolge ich die. Warte. Jetzt halt machen wir einen noch härteren Fall. Achtung Leute, ihr seht hier die Kamera. Was zur? So. Und dieses Mal mache ich es noch härter. Hast du so einen Lichtmodus, oder? Das ist schon eigentlich hat es Nachtsicht, aber wir wissen nicht, wo das Ding ist. Das ist ein Nachtmodus, MC. Echt? Okay. Ja. Lol. Lass dir das dann auch schwingen. Ihr seht, ich habe den jetzt komplett hier unten hier herausgetrennt. Das heißt, das Ding hat jetzt gar keinen Stiel mehr. So, Herzig Moon, bitte einmal vor zur Bank. Aber ich sag für den Video lieber ein paar Mal öfters, nicht nachmachen, weil das kann mega gefährlich enden. Ihr seht jetzt, was passiert, wenn man das macht. Auf keinen Fall nachmachen, weil... Ready? Ready, ja. Ey, weißt du, wo wir gleich noch als nächstes hingehen? Hä? Ey! Ich geh dahinter zu meinem Spezialstück. Aha.
Ja, bereit? So Leute, es kann sein, dass ich jetzt mitschwingen muss. Und zwar schnell. Lauf, 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 lauf. Da kommt er. Oh. Die hat gefailt. Aber es war trotzdem lustig. Dann nehme ich mal wieder die Sachen wieder mit. Und dann gehen wir weiter zur nächsten Passage. Let's go, Alter. Silvester ist einfach so geil, da kann man jedes Mal so Scheiße bauen. Let's go, der Hase, Alter. Was ist Let's go, der Hase? Let's go, der Hase. Achso. Aber wie ist der eine, die, man hat es, glaube ich, ganz leicht gesehen, wie sie aus dem Bild rausgeflogen ist. Wie die sich wie eine Frisbee gedreht hat. Kabum. So, weiter geht's. Was? Komm mal her! Nimm mit, nimm mit! Ey, da ist was vorne, da ist was drin oder so. Ja, nimm's mit! Bauernwein! Okay, mitnehmen! Du bist Bayernfan! Was liegt da? Nehmen wir mal mit. Das schaut interessant aus. Ja, aber das soll aber machen, ne? Dann sollten wir lieber alle in Deckung gehen. Oh ja, weil die Scherben fliegen. Oh ja! Habt ihr kleine? Was? Die da reinpacken? Ja, ja. Super, ey, da. Die Stadt Rennegau freut sich. Aber das war jetzt gerade so geil, wie die Raketen ohne Stiel sind einfach richtig lustig. Haben wir vorhin auch gemacht. Weil ja, aber ich mach das nicht im Umgang mit bei kleinen Kindern. Nee, wir sind ja weggegangen. Weil ich habe außerdem den Schild abgebrochen und dann haben wir sie wieder zum Parkplatz dahinter. Und bis dahin ist fast die andere Rakete geflogen. Also. Was ist jetzt, wenn man einen Böller danach schmeißt? Ich glaube, vereist ist das ja nicht, oder? Doch. Geil. Ist vereist. Herzlich Moon, probiert's aus. Jetzt ist es nicht mehr vereist, jetzt ist er noch im Eis. Die Stelle ist definitiv nicht mehr vereist. So Leute, wir gehen jetzt aber an meine Lieblingsstelle, wo ich eigentlich jedes Jahr mal zum Böllern hingegangen bin. Ja, das weiß ich noch. Weil da scheppern die Böller wenigstens gescheit. Weil das ist so ein Ding, wie sagt man, so ein Keller irgendwie. Das ist eine unterirdische Kläranlage und durch den Hohlraum scheppert es richtig. Kann man auch so machen. Hey, was machst du? MC! Der hat, glaube ich, gerade einen Ding. Ah, okay. So. Ich versuche immer noch das Bild zurückzuhalten, wie es nur geht, aber das ist gar nicht so einfach, wenn man eine Hand die Böllerei hält und eine Hand die andere das andere Zeug nach hinten schmeißt einfach. Ah, oh, fuck meine Hände. Kapum. Ein bisschen früher, ne? Letzter. Wenn wir direkt unter meinen Eiern explodiert, Alter. Dann wäre er MC kastriert gewesen. Dann hätte ich ihn genockt. Deswegen sagen wir, wie schon gesagt, nicht nachmachen, das was wir da machen, weil normalerweise ist halt immer das Feuerwerk. Was habe ich? Topf? Topf habe ich nicht. Weil normalerweise soll man ja das Feuerwerk wirklich fachgerecht losschicken und nicht so, wie wir machen. Oh ja, kochen, so. Das weiß ich noch nicht. Das, was ich jetzt vorhabe, wird auch richtig geil, Leute. Das wird richtig Bombe. Ich hoffe, das klappt. Haben Sie da schon was dran gemacht? Nee, ne? Okay, pass auf. Leute, ich stelle mal hier die Kamera ab. So. Kurze Erklärung am Rande. Ihr seht hier unten dieses Metalldingsgitter da. Seht ihr das? Ja. So. In diesem Metalldingsgitter da. Hier habe ich keine Böller drin, muss ich da vorne hinbauen. Werden wir dann Böller hineinstechen? Hast du das schon gemacht? Was? Schon die Böller drin? Nein. Achso, okay. Kann mal einer mit Lichtbrille herkommen? Superbrille 1. Mit Lichtbrille mal kurz kommen. Hast du Licht kurz? Ja, ich mach schon. Wo ist mein Handy? Ach, das ist. Einfach neu leuchten lassen, man sieht, wie tief das ist. Sieht man das? Ja, das sieht man nicht so gut, oder mal? Tu mal das direkt bei der Kamera hin. Nein, so, nach unten hier, direkt neben drin. Also, ich glaube, jetzt sieht man es einigermaßen. Es ist auf jeden Fall tief. Ich schätze mal. Das ist schon etwas tiefer und. Wir da? Also es schallt auch richtig. Es schallt ja jetzt schon. Und da werden wir jetzt die Böller dann reinschmeißen. Deswegen werde ich mir jetzt mal meine ersten Böller holen.
jeden Fall habe ich hier schon mal ein paar welche parat. Und die werde ich jetzt mal einfach mal so ganz ohne den Eob anzünden. Und zwar genau. Jetzt. Let's go, der Hase! Das hat geschäbert, Alter! So hart, ne? Ja, voll, Alter. Ich bin mal gespannt, wie das dann im Video klingt, Alter. Und kapum. Das sind Totschläge, Alter. Was sind das für eine Verarsche? Das sind Blindgänger. MC, ich mach gleich noch ein Ding rein, ein Böller. Warte. Okay. Achtung, aufhören. So, warte mal, geh weg. Herzlich mal, geh weg. MC, mach Flasche. Hä? Flasche. Kann ich? Oh, oh shit. Fuck. Was macht ihr? Alter, das hat auch so noch geschäbert. Ja, Flasche. Warum ist das nicht so groß wie früher? Es ist drin, Achtung. Und? Alter, fuck. Was? Lol, ernsthaft jetzt? Bist doch du jetzt auch dran. So Leute, jetzt wird's Zeit. Dann leg mal den Böller um die Flasche rum, komm. So Leute, jetzt wird's Zeit, die letzten Raketen zu starten. Oh Leute, der passt genau drauf. Dann drück ihn ein wenig drauf, dass der drauf ist. Leute, so. Alter. Jetzt mal bitte aufpassen kurz, ich tue jetzt mal ganz kurz hier. Zwei Raketen habe ich ja noch und das will ich jetzt denen mal zeigen. Also Leute, es gibt zwei Möglichkeiten, Raketen zu, mit der Hand zu starten. Herzlich und ernsthaft. So. Jetzt mal bitte nicht, weil ich möchte jetzt die Raketen schnell machen. So. Halte mal ganz kurz die Rakete hier. So. Also. Es geht ja jeder lässt nur alles in der Rakete aus der Hand starten. Ihr kennt mich, ich bin durchgeknallt, ich bin verrückt. Eob sagt sich natürlich, nein, das braucht man nicht aus der Flasche starten, das braucht man nicht dafür. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Es gibt einmal die Möglichkeit, die viele Leute machen, die es auch aus der Hand starten lassen, die zeige ich euch jetzt mal. Die Leute, die Hater werden mich für die ganzen Sachen, was wir machen, ne? Wenn die Hater mich zerrupfen, ne? Aber das ist schon. Also ich zeige es euch jetzt hier mal, ihr seht's. Warte, wo ist hier die Ding? Ja, hier. Also, es gibt hier Möglichkeit, die so zu halten mit der Hand. Ne? Ich gehe mal ein bisschen weiter weg. Oh, hat man nicht gemacht. So, das war die Nummer, das war die erste Methode. Oder noch die alte Methode, die ich sehr früher immer gestatten lassen habe. Das Schöne ist, mit der Methode, die ich jetzt mache, kann man gut zielen, weil man kann zum Beispiel auch so hinzielen und sagen, man will die in die Richtung stoppen. Das würde ich lieber nicht machen. Ja, das würde ich auch nicht machen. Schau, dass ich jetzt hier so zwischen die Bäume durchkomme, deswegen halte ich sie so leicht schräg.
Boah, hat man alles gut drauf. Deswegen habe ich das so gemacht. So, das sind jetzt die Möglichkeiten, wie ich die Raketen zum Beispiel starte, weil ich mag es nicht mehr aus der Flasche, weil ist mir einfach zu lame. So, aber wie schon gesagt, ich sag's nur jetzt nochmal, wie schon gesagt, solche Sachen auf keinen Fall nachmachen, weil wenn es euch die Hand weg zerreißt oder sowas, wäre ich in Anführungszeichen schuld und ja, es muss nicht sein. Ich glaube, die restliche Böller lagern wir noch ab, die sind lame. Wir werden jetzt noch ein bisschen hier die Böller noch ein bisschen irgendwo reinstopfen, wo uns noch was einfällt, wo wir noch Böller reinstopfen könnten. Aber ich habe hier noch ein paar Fontänen. Hier drinnen in der Packung. Die werde ich natürlich auf jeden Fall lernen. Haben wir nicht noch die eine oder andere Fontäne? Oh mein Gott! Ja. Haben wir nicht noch die ein oder andere Briefkästen? So. Theoretisch gesehen ja, aber wir lassen das, wir sind nicht so. Ihr seht, ein bisschen anders. Ihr seht hier, habe ich eine so eine Flugdingsbums da nochmal. Ich werde die bewusst jetzt ein bisschen weiter weglegen, weil wir ja wissen, wie asozial diese fliegen. Nee, das machen wir nicht, das fliegen wir nicht. Ist das jetzt dein Ernst, Arschloch? Das, meine lieben Freunde, war es an der Stelle komplett. War doch komplett. Oh ja, das war es wirklich komplett. Das Zeug wird immer teurer und die Qualität wird immer schlechter. Wirklich frei nach dem Motto, ey, die Pyrotechnik funktioniert nicht. Darauf der Verkäufer, ja warum? Ich habe sie selbst ausprobiert. Ja? Ja. Das ist echt traurig, weil vor 5 bis 10 Jahren, ne, da hast du so eine 80er Schienenböller D-Box gekriegt, ne, für 5 Euro und die haben noch richtig gescheppert. Was ist mit dem los? Ah, Blindgänger. Warte nochmal. Warte. Ich sehe gerade, die eine Rakete ist hier direkt wieder runtergekommen. Geil. Guten Tag, Rakete, willkommen zurück. Hier steht das da fast. In die Mitte rein. Ich habe wenigstens ein bisschen was für das Ganze. Ja, aber ich frage mich auch noch, wo da der Fontänenpart in der Sache ist. Ja, aber die hat wenigstens ein bisschen was schöne Lichter gehabt. Also ich sage ganz ehrlich, für nächstes Jahr, ich glaube, ich bestelle mir das Zeug online, weil das von Komet und den ganzen Firmen kann man einfach mittlerweile vergessen. Da bestelle ich mir wirklich Profi-Pyrotechnik, was auch die Feuerwehr zum Beispiel mal bei so Feuerwerkdingern, wenn ein Kerber vorbei ist und so nimmt. Und da mache ich gescheite Pyrotechnik, weil das ist ja echt der Witz, das Zeug. Da wundert es mich ganz ehrlich nicht mehr bei unseren Armen in Deutschland, wenn die Leute woanders hinfahren und sich das Zeug da holen. Oder Polen. Oder Spanien. Oder Spanien. Selbst deine Österreich-Dinger funktionieren, der macht mir gescheit, alle. Selbst die waren ja billig. Hast du deine Lichter noch? Deine komischen Lichter? Was hast du verballert? Ja, das ist so ein Sturmkuppler. Das ist voll geil. Mann, ich wollte mitmachen, Alter. Wisst ihr, wie lame das Ding ist? Ich zeige euch jetzt mal was, ey. Das ist so lame. Nächstes Jahr mache ich mit, ja? Okay. Ich wusste, dass du nicht damit rechnest. Ja. Wer rechnet damit, wenn du das nächste Jahr mal mit Spaß spielst? Oder du kommst weißt, welche Packmasse. Machen wir es so. Yeah! Ich kann super wieder zu achten, oder? Passt, ja.
Kugler machen. MC? Was? Ich kann's machen wie ein Sturmtruppler mit schlechtem Aim. Nein! Hast du noch einen? Nee, ich hab nur den einen. Ach Mann, okay, dann mach. Meine Akku geht jetzt eh langsam zur Neige. Achtung, Sturmtruppler. Pew, 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 pew. Mein Lichtschwert ist leer. Ey, du meinst der Blaster ES? Ey, warte, lass mal Ach komm, das sind halt die schwulen Bälle. Diese Bälle hasse ich. Das sind die, was man an den Streichholzpackungen reiben muss. Die habe ich früher, bin ich immer hergegangen, habe ich die mal aufgemacht, das Schießpulver raus. Hab dann das Schießpulver auf Seiten, hab das gesammelt, hab das in eine CO2-Kartusche rein. Und dann habe ich das... Was ist kein Laut dran? Und hab das dann immer... so richtig reingepresst und dann habe ich daraus mir eine richtig derbste Schepperer gemacht. Ja Leute, eigentlich haben wir hier noch einen Haufen Feuerwerk, aber Problem an der ganzen Geschichte. Schaut mal her. Wir haben hier noch einen Haufen Böller, aber das Problem ist, mir blinkt meine Akkuanzeige. Das heißt, ich denke mal, das Ding wird jetzt jeden Moment abschalten. Hier, ich zeige es mal von der Seite hier hin. Deswegen bedanke ich mich bei diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr neu seid, könnt ihr gerne ein Abo dalassen. Ist natürlich keine Pflicht. Schaut auch gerne mal bei meinen Super-YouTube-Kollegen vorbei. Wie schon gesagt, ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen, was wir hier machen. Wenn ihr da noch mehr sehen wollt, lasst gerne ein Like da. Prügelt den Like-Button bis zum geht nicht mehr. Nächstes Jahr werde ich mir auf jeden Fall gescheite Pyrotechnik holen. Dann, wenn ihr Minecraft auf die Java Edition spielt, die vom PC, dann könnt ihr auch gerne mal auf meinen Server kommen, mc.cc-sw.de ist die Endung. Meinen Teamspeak findet ihr über ts.cc-sw.de und allgemeine Informationen zu meinem Servernetzwerk findet ihr über cc-sw.de. Ja, dann wie schon gesagt, macht's gut, danke beim Zuschauen mit diesem Video. Wenn ihr das Video bis zum Ende angeschaut habt, dann postet ein Herz in den Chat hinein. Vielen Dank. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.